Hallo liebe Roboterbändiger, in diesem Video geht es einmal wieder um das Android-Handy-Betriebssystem. Und zwar möchte ich dir heute einen systemweiten DNS-basierten Adblocker vorstellen. Wir haben uns ja bereits in dem Video zum Thema F-Droid den Fennec Webbrowser und das Plugin uBlock Origin angeschaut. Wenn du jetzt in deinem Browser unterwegs bist, dann wird darüber die Werbung schon sehr, sehr, sehr gut herausgefiltert. Aber was ist mit den ganzen Apps? Denn die Apps laufen ja nicht im Browser. Die Apps laufen am Browser vorbei und die zeigen dir dann trotzdem noch die ganze Werbung an. Ich zeige dir das jetzt hier zum Beispiel mal einfach in dieser App Zeit und da wird immer zwischen den Artikeln diese hässliche Werbung eingeblendet. Und das möchten wir natürlich auch vermeiden und dazu gibt es eine extra Software, die das systemweit für dich macht. Ich öffne dazu wieder den freien Webstore F-Droid und wähle dort die App aus, die wir heute gemeinsam installieren möchten. Und zwar nennt sich die Personal DNS Filter. Die kann ich hier herunterladen und dann gleich auch schon öffnen und konfigurieren. Ich öffne das Ganze jetzt mal. Hier fragt er mich einmal, ob ich Benachrichtigungen zulassen möchte. Da sage ich natürlich ja. Und hier siehst du, dass er im Hintergrund ein VPN aufbauen möchte. Das VPN baut er natürlich nur lokal auf deinem Mobiltelefon auf. Da geht nichts raus. Über dieses VPN ist dieser Filter überhaupt erst möglich, denn dann kann er diese DNS-Anfragen beeinflussen. Hier fragt er mich, ob ich die App bewerten möchte. Da sage ich mal nein. Das kann ich später durchaus noch machen. Über diesen Punkt siehst du, dass das Blockieren standardmäßig aktiviert ist und die App automatisch beim Start deines Mobiltelefons gestartet wird, was auf jeden Fall zu empfehlen ist. Und hier läuft der Filter auch schon, das siehst du daran, dass hier oben dieses Schloss-Symbol bereits aktiv ist. Ich möchte aber trotzdem noch einige Einstellungen vornehmen und dazu gehe ich hier über den Punkt erweiterte Einstellung Filter Update konfigurieren. Hier siehst du, hier sind nur drei Filterlisten aktiv, das ist sehr wenig. Es gibt viel mehr zur Auswahl und wir möchten einige weitere aktivieren. Zum Beispiel hier diese Liste, One Host Lite, dann Dan Pollocks, dann natürlich Goodbye Ads, dann könntest du noch No Tracking und Oh Sit Small aktivieren, wenn du möchtest, Spam 404 und URL House. Damit hast du schon mal eine sehr gute Filterauswahl, die ich selber sehr auch empfehlen kann. Und damit fährst du auf jeden Fall für den Anfang sehr, sehr gut. Über diese App-Positivliste könntest du noch einige Apps von diesem systemweiten DNS-Adblocker ausnehmen, wenn du möchtest, dass die nicht gefiltert werden sollen. Zum Beispiel, weil sie dir irgendwelche Problemchen bereiten. Sonst sind hier diese Einstellungen erstmal soweit okay. Ich kann das also hier beenden und muss dann einmal den Filter neu laden. Jetzt lädt er im Hintergrund diese Listen auch schon nach. Das macht er auch in regelmäßigen Abständen automatisch für dich. Du brauchst dich da eigentlich um nichts kümmern. Und du kannst zum Beispiel auch hier die Einträge, das sind alle Einträge, die er hier sieht, also DNS-Abfragen. Er versucht herauszufinden, welche IP-Adresse hat denn, steckt hinter diesem Namen und das ist eine, die geblockt wird, die ist nicht geblockt. Und ich könnte die hier auch einfach auswählen und dann zum Beispiel auch freigeben oder entsprechend blocken, wenn ich möchte. Also du kannst dir hier Filter hinzufügen und dann könntest du einen weiteren Blockeintrag für diesen Host erstellen. Das funktioniert also wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt möchten wir doch mal schauen, ob das Ganze irgendwas bewirkt. Wir müssen natürlich die Apps, die vorher noch offen waren, einmal beenden. Dazu wähle ich die jetzt mal aus. App Info. Sag hier beenden, erzwingen. Okay. Wähle sie dann nochmal. Und dann schauen wir mal, ob hier wirklich keine Werbung mehr angezeigt wird in diesem Fall. Und dann siehst du hier, da wo eigentlich Werbung erscheinen würde, da ist auf einmal nur noch ein grauer Bereich. Und das Internet sieht doch schon viel, viel freundlicher aus. Zur Sicherheit solltest du noch einige kleine Einstellungen vornehmen in dieser Personal DNS Filter App. Dazu wählst du die einmal aus, wählst den Punkt App Info und sagst dann einmal hier unten noch diesen Haken deaktivieren. Dann gehst du in die Einstellung, VPN.
Dort wählst du dann das VPN aus, das der Personal DNS-Filter für dich erstellt hat und sagst hier noch den Punkt durchgehend aktives VPN. Sonst würde er den DNS-Filter standardmäßig nach einer gewissen Zeit automatisch beenden und dann verschwindet der auch hier oben und du siehst dann hier auch dieses Icon nicht mehr. Du kannst den DNS-Blocker hier zum Beispiel auch abschalten und wieder anschalten. Das geht also auch hier über diese Benachrichtigung ganz, ganz einfach. Ich wünsche dir viel Spaß beim Installieren dieses tollen systemweiten Adblockers. Der ist eine super Hilfe und ich kann dir wirklich empfehlen, den zu nutzen. Falls du Fragen hast, komm bei uns in die Community. Die findest du auf meiner Webseite. Die heißt spacefun.ch. Dort klickst du auf Community und dann bist du schon bei uns dabei. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch. Wenn du Fragen hast, frag auch gerne in den Kommentaren. Wir sind immer für dich da und bis bald. Tschüss.